Nur mal kurz zur Erklärung. Den Typen da links, den kennen Sie wahrscheinlich. Das bin nämlich ich. Der Typ rechts hingegen ist Chris Taylor, obwohl ich sagen muss, dass er auf diesem Foto vielleicht ein bisschen besser getroffen ist. Doch Moment, wer ist Chris Taylor überhaupt? Er ist Spieledesigner mit seiner Firma Gas Powered Games, hat er unter anderem das Action-Rollenspiel Dungeon Siege und das Massenstrategiespiel Supreme Commander entwickelt. Ich habe nun Gas Powered Games in Seattle besucht, um mir gemeinsam mit Taylors Team einen Monitor, deren nächstes Projekt anzuschauen. Das heißt Demigod und mischt Echtzeitgefechte mit Rollenspielelementen. Mit Heeren samt Helden ziehen sie in rasante Mehrspielerschlachten. Dazu nun 4 kurze Interviews mit den Entwicklern. Chris, du bist der Gründer und Geschäftsführer von Gas Powered Games. Du leitest also eines der letzten unabhängigen Entwicklerstudios der Welt. Wie hast du das geschafft? Nun, manche Leute sind einfach so irre, ihre Unabhängigkeit bewahren zu wollen. Ich würde aber nicht darauf wetten, dass wir für immer unabhängig bleiben. So irre bin ich schließlich auch wieder nicht. Wenn ich also einen Haufen Geld auf diesen Tisch legen würde, könnte ich euch dann kaufen? Ein Haufen Geld würde funktionieren, ja. Ich akzeptiere aber auch Eishockey-Sammelkarten oder irgendetwas anderes von Wert. Gut, lass uns das später besprechen. Jetzt unterhalten wir uns erstmal über Demigod, das nächste Projekt von Gas Powered Games. Könntest du kurz die Idee umreißen, die zu diesem Spiel geführt hat? Eigentlich bin ich dafür gar nicht der richtige Ansprechpartner. Die Idee stammt von John Combs und seinem Team und von Bob Barry, dem Producer. Und von Nate Simpson, dem Lead Artist. Ich bin nur der Typ im Hintergrund, der das Team und seine Vision unterstützt. Das ist eine wichtige Arbeit, schließlich muss irgendjemand im Hintergrund aufpassen. Und so sieht eben meine Rolle bei diesem Projekt aus. Someone's got to kind of be the guy in the background, but that's my role on this project. Sounds like a pretty. Das klingt nach einem ziemlich ruhigen Job, oder? Ja, ist schon ziemlich ruhig. Mal abgesehen von den Pistolen, der Kettensäge und all den anderen Waffen, die ich brauche, um die wilden Massen da draußen von meinen Jungs fernzuhalten. Sonst könnten sie schließlich niemals in Ruhe ihre Arbeit machen. Aber ja, wenn man das außer Acht lässt, ist es ein ruhiger Job. The wild masses away from these guys at their desks that allows them to do their jobs. If you don't think of that, yes. Gas Powered Games hat Echtzeittitel wie Supreme Commander und Action-Rollenspiele wie Dungeon Siege entwickelt. Mit Demigod vermischt ihr beide Genres. Ist das wirklich nur Zufall? Es ist teils Zufall, teils Absicht. Wie du weißt, erzähle ich jedem gerne, dass John der Lead-Designer von Demigod ist. Die Idee entspringt also größtenteils seinen Erfahrungen und seiner Vorgeschichte und hat nicht unbedingt etwas mit der Vorgeschichte des Studios zu tun. Als Lead-Designer darf er Demigod schließlich so gestalten, wie er möchte. Dabei ist es doch egal, ob seine Firma vorher schon ähnliche Spiele veröffentlicht hat. Insgesamt ist es also wohl überwiegend Zufall. Verstehe. Doch um nun all diese komplizierten Dinge zu vereinfachen, kannst du Demigod in einem einzigen Wort zusammenfassen? In einem einzigen Wort. Ich würde sagen Innovation. Klingt gut. Chris, ich danke dir vielmals für das Interview. Ich danke dir. John, du bist der Lead-Designer von Demigod. Was ist die größte Herausforderung bei diesem Projekt? Für uns ist die größte Herausforderung, das Spiel genau so zu entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Es soll sich so spielen, wie ich es mir wünsche. Also muss ich die Grafiker und die Programmierer unter einen Hut bringen. Demigod soll ein actionreiches Spiel werden. Ein Spiel also, in das man schnell und leicht einsteigen kann, um dann 20 bis 40 Minuten lang einfach Spaß zu haben. Damit das klappt, muss alles passen. Die Grafik, der Sound und natürlich die Balance. Eine der kniffligsten Aufgaben bei diesem Projekt. Ins Balancing fließt also viel Aufwand, um zum Beispiel die Generäle und die Assassinen richtig abzustimmen. Natürlich. Wir haben eine gute KI entwickelt, sodass wir schon jetzt Großgefechte mit vielen Teilnehmern testen können. Unsere schwierigste Aufgabe ist tatsächlich, die Assassinen richtig auszubalancieren. Schließlich müssen sie als Einzelkämpfer gegen die Generäle antreten, die hunderte von Einheiten ins Feld führen. Wir müssen uns überlegen, wie man all das ordentlich abstimmt und wenden dafür bereits jetzt viel Zeit auf. Schließlich soll jede mögliche Heldenkombination funktionieren und Spaß machen.
Spielt ihr auch selbst, um an der Balance zu feilen? Ja, wir spielen fast jeden Tag während des Mittagessens oder am Nachmittag. Wir müssen schließlich spielen, um Erfahrung zu sammeln. Wir spielen also zu Testzwecken, um Fehler zu finden und die Balance zu prüfen. Während ich spiele, schreibe ich mir alles auf, was mir auffällt, sodass ich nach jeder Partie seitenweise Notizen neben mir stapeln. So will ich sicherstellen, dass sich jeder Held spaßig spielt. Mal abgesehen von der Fehlersuche und unter uns beiden, wer ist der beste Spieler hier im Team? Ich bin der Lead-Designer, ich muss der Beste sein und ich bin's auch. Bob, you're the producer of Demigod. Du bist der Producer von Demigod. Welchen Spielertyp wollt ihr mit diesem Programm ansprechen? Wir sprechen alle Spieler an, die rasante, actionreiche Echtzeitstrategie mögen. Demigod übernimmt aber auch Elemente aus Action-Rollenspielen. Die Helden sammeln Erfahrung, steigen im Level auf und finden tolle Ausrüstung. Zugleich stellt Demigod taktische Ansprüche, weil man Armeen befehligt. So entsteht eine Art asymmetrisches Spielerlebnis, das eigentlich zwei grundverschiedene Spielertypen anspricht. Und wir wollen beide unter einen Hut bringen. Der Mehrspielermodus ist natürlich das Kernelement des Spiels. Um damit Erfolg zu haben, müsst ihr aber erstmal eine große Fangemeinde aufbauen. Plant ihr dafür eine Internetplattform, ähnlich wie Blizzards Battle.net? Aber sicher. Mit Supreme Commander haben wir ja bereits unsere Multiplayer-Plattform GPGNet eingeführt. Die bietet Chatrooms sowie Freundeslisten und ermöglicht es uns, Clans zu unterstützen und Turniere auszurufen. Wir werden GPGNet sogar noch ausbauen. Außerdem wollen wir Einsteiger auf die Server locken. Und weil wir wissen, dass sich einige Spieler nur zögerlich ins Internet trauen, bauen wir eine hervorragende KI ein. Die Bots dienen dann als Trainingspartner, sodass Neulinge vor ihrer ersten Online-Partie ordentlich üben können. So lernen sie das Spiel kennen und werden wettbewerbsfähig fürs Internet. Ist Demigod in deinen Augen der nächste große Mehrspieler-Hit? Na, für uns ist es das bereits. Wir spielen täglich hier im Büro, während des Mittagessens gibt's Matches 5 gegen 5. Obwohl noch längst nicht alle Elemente fertig sind, macht Demigod schon großen Spaß. Und wir wissen, dass es die Spieler mögen werden. Und wer ist der beste Spieler hier im Büro? Das bin dann wohl ich. Nate, du bist der Lead Artist von Demigod. Kannst du uns erklären, welche künstlerische Vision hinter dem Grafikstil steckt? In mehr als einem Wort? Geht klar. Wir wussten von Anfang an, dass wir ein Fantasy-Spiel entwickeln wollen. Und zwar eines mit einer innovativen Mechanik. Stilistisch hätten wir daher vermutlich einfach ein klassisches Fantasy-Rollenspiel-Abziehbild aller Herr der Ringe entwerfen können. Und das wäre sogar vollkommen in Ordnung gewesen, weil die originelle Mechanik das Spiel schon genug aus der Konkurrenzmasse herausgehoben hätte. Trotzdem hat unser Grafikteam die Herausforderung angenommen, die Grafik genauso originell zu gestalten wie das Spiel selbst. Wir wollten innerhalb des Fantasy-Genres unsere eigene, einprägsame Stilrichtung erschaffen. Unser Grundgedanke dabei war, eine Herr-der-Ringe-artige Welt ein paar tausend Jahre in die Zukunft zu versetzen. Deshalb haben wir exotische Technologien hinzugefügt und so versucht, das Genre auf eine neue Stufe zu heben. In Demigod kämpft man ständig in Arenen, also in abgeschlossenen Umgebungen. Ist es nicht langweilig, diese immer gleichen Schauplätze zu entwerfen? Ganz im Gegenteil. Wenn man als Künstler fest vorgegebene Grenzen hat, kann man sich darin umso mehr austoben. So war uns zum Beispiel klar, dass die Oberfläche der Karten immer glatt sein musste. Und dass die Spieler nicht zu viel Raum zum Manövrieren haben durften. Die Frage war also, was wir damit künstlerisch anfangen können. Unsere Antwort? Alles, was jenseits der Arena liegt, kann schlichtweg gigantisch sein. Das Kampfgebiet kann im Weltraum liegen oder auf dem Meeresgrund oder inmitten einer riesigen Wüste. Und all diese Ideen probieren wir auch aus. Das Design der Arenen ist also recht abenteuerlich. Und das Spiel sieht ja auch jetzt schon gut aus. Eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen. Spielst du Demigod auch selbst? Ja, ich spiele vielleicht einmal alle paar Wochen. Und wer hier im Studio ist der beste Spieler? John Combs denkt vielleicht, er sei der Beste. Vermutlich, weil er immer gewinnt. Aber mein Spielansatz ist eben anders. Ich spiele mit Stil und nicht immer nur zielorientiert. Ich bewege die Spielfiguren lieber auf interessante Weise, was zwar selten zum Sieg führt, aber ästhetisch ansprechend aussieht. Also eine Art moralischer Sieg? Ja, im Prinzip ja. That sounds good. Thank you very much. You're welcome. Thank you.